Und vor der Mittagspause kommen wir noch zu Top 63, dem Dringlichen Entschließungsantrag von Fraktionen der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, internationale Zusammenarbeit und Transparenz für mehr Steuergerechtigkeit, Drucksache 20/673. Hiermit wird aufgerufen der Top 64, der Dringliche Antrag von Fraktion der SPD, Fraktion Die Linke, gute Ausbildung bei Opel erhalten, Drucksache 20/677. Vielen Dank für den Hinweis. Dann rufen wir jetzt auf und stimmen das auch ab, den Dringlichen Entschließungsantrag Top 64. Top 64? 63. Erst 63, genau. Dann bitte ich entsprechend, wer dafür ist, um das Handzeichen für diesen Top 63. Ja? 63. Von wem das ist? Ja. Von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Ja. Da habe ich die entsprechenden Stimmen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die SPD und die Linken. Wer ist und die FDP? Vielen Dank. Wer ist dagegen? Die AfD. Und entsprechend gibt es keine Enthaltungen. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Top 64, und der Antrag ist damit angenommen. Wir kommen zu Top 64, und da habe ich die Bitte erhalten, dass die Ziffern 1, 2 und 3 getrennt abgestimmt werden mit Ziffer 4. Kurzstrecken. Das heißt, wir rufen zunächst bei Top 64 die Ziffern 1, 2 und 3 auf. Wer diesen zustimmen kann, den bitte ich jetzt um sein Handzeichen. Das sind AfD, FDP, die SPD und die Linken. Wer ist dagegen? CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Und entsprechend haben wir keine Enthaltung. Damit ist der Antrag abgelehnt. Meine Damen und Herren, die Ziffer 4 und 5 rufen wir jetzt auch noch auf. Ja? Das ist keine. Das ist die 677. Also, ich sage es Ihnen noch einmal: Das ist die 677. Normalerweise ist es nicht üblich. Wir kommen jetzt in die weitere Abstimmung über die Ziffern 4 und 5. Dann bitte ich jetzt bitte, wer für die Ziffern 4 und 5 dieses Dringlichen Antrags ist, jetzt bitte um sein Handzeichen. Das sind AfD, SPD und Linke. Wer ist dagegen? FDP, CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Damit sind diese Ziffern 4 und 5 auch abgelehnt und der Gesamtantrag auch abgelehnt. Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in eine einstündige Mittagspause ein. Wir treffen uns hier wieder um 15:20 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.